Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, unsouverän muss ich an der Stelle wirklich sagen, wenn in solch einer wichtigen Debatte, wo persönliche Anmerkungen mit in die Debatte gebracht werden, man rausgeht, zumindest kommt er ja wieder rein, das ist ja schon mal ein gutes Signal, dass man wenigstens mal zuhören kann. Wir hören auch entsprechend zu. Wir hören auch zu. Ja. Ich verstehe auch, dass man dort aufgeregt ist und fast hinter den Atem gerät. Ich verstehe das an der einen oder anderen Stelle. Aber ich will es auch mal kurz sagen. Aber dann in diese Debatte alles mit reinzupacken. Mal packen wir noch im Prinzip die Position einiger Landesverbände der CDU mit rein. Wir packen auch noch eins nach dem anderen. Wir packen auch dann mal noch kurz einen persönlichen Angriff, namentlichen Angriff mit rein zum ehemaligen Bevollmächtigten für Innovationsstrategie mit rein. Das ist an dieser Stelle völlig unangebracht und von daher weisen wir das scharf zurück. Ich komme jetzt zu dem, was wie erwartet so vorgetragen wurde. Zweimal jetzt. Und ich habe es ja noch nicht richtig ausgesprochen gehabt, dann wurden schon die tollsten Videos kreiert und Kacheln gebaut und dann entsprechend das wieder in den Fokus gerückt, um abzulenken von der eigentlichen Tatsache. Es geht mir weiter darum, darauf aufmerksam zu machen, was hier mit der Medienkontrolle geplant ist. Eine einseitige Medienkontrolle durch den Staat. Und ich habe hier bewusst zugespitzt, um diese Dramatik klarzumachen. Und wir haben euch, sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Kommersdorf, wir haben euch dabei ertappt und erwischt. Und dann kommen genau diese Reaktionen. Nichts anderes ist passiert. Der große Aufschrei der betroffenen Verbände, Widerstand durch die Opposition, hat dazu geführt, dass die Staatskanzlei eine Rolle rückwärts hingelegt hat. Endlich jetzt dieser Diskussionsentwurf so nicht heute mit eingebracht wird, sondern deutlich verändert. Und es war wichtig, hier Dinge auch herauszuarbeiten und auch beim Namen zu nennen, was hier vor sich geht. Und es ist gut, wenn wir auch mal nochmal genau hinschauen, was hier inhaltlich entsprechend auf den Weg gebracht werden soll. Die größten Unanständigkeiten im Vergleich zum ersten Entwurf werden nun überpinselt. Aus einem dunkelroten Entwurf wird jetzt ein kräftig roter Entwurf. Da ist eine Menge Luft nach oben. Im Diskussionsentwurf, will ich an der Stelle auch noch kurz gesagt haben, haben wir ja noch nicht drüber gesprochen, war bis zuletzt eine völlig unerklärliche Sonderstellung der Chefredakteurin, die ebenfalls Mitglied des Direktoriums werden sollte. Wird jetzt mit Sicherheit gesagt, ja, ich weiß nicht, war das geplant? Was war das eigentlich für ein Entwurf? Es war ein Referentenentwurf, der aus der Staatskanzlei kam. Nichts anderes. Und das ist eine Tatsache. Und wenn da sowas drinsteht, hat sich irgendjemand, wahrscheinlich mehrere, ich gehe mal davon aus, intensiv damit beschäftigt. Und da steckt ein Plan hinten dran. Und wir haben sie dabei ertappt. Nichts anderes. Durch den großen Druck der Verbände und der Opposition kam es, Gott sei Dank, zu einem Umdenken. Und gerade diese Sonderrolle ist für alle unerklärlich. Ich habe die Lösung, warum das so kam. Das ist im Prinzip das Rückspiel der SPD, das Rückspiel zur verlorenen Intendantenwahl. Das hat man immer noch nicht verkraftet, dass nach so vielen Jahren SPD-Intendant ein parteiunabhängiger Intendant da ist. Das ist die Wahrheit. Und wir können es nicht oft genug betonen, der saarländische Rundfunk, alle ARD-Anstalten brauchen einen gestärkten Intendanten. Und an dieser Stelle jetzt zwei Aufpasser mit an die Seite zu stellen, ist ein völlig falsches Signal. Und heute Morgen wird es doch sehr eindeutig herausgestellt, der wurde doch immer so oft zitiert von euch, der Professor Dr. Dörr, ein ausgewiesener Experte für Medienrecht, hat klar gesagt, man geht hier einen völlig falschen Weg. In Bremen hat sich doch gezeigt, dass es sich nicht bewährt. Und warum haben die anderen ARD-Anstalten genau diesen Weg nicht mit eingeschlagen? Ja, weil die halt schlauer sind, weil sie sagen, aus Fehlern haben wir gelernt, wir machen es erst gar nicht. Nächster Punkt, die Gehälter des Intendanten und der außertariflich Beschäftigten. Ja, es gibt Argumente, dies zu diskutieren und auch einen Orientierungsrahmen für die Höhe dieser Gehälter einzuziehen. Da will ich ausdrücklich sagen, in vielen, vielen Sitzungen, in Ausschüssen,
wurde auch gerade von Seiten des Intendanten das auch immer wieder hervorgehoben, dass er dort an der Seite steht und das auch versteht. Aber die Art und Weise, wie es jetzt hier vollzogen wird, sollten wir auch noch beleuchten. Und ich möchte hier mal genauer hinschauen. Die Frage ist, muss der Gesetzgeber diesen Rahmen vorgeben? Und Herr Kollege Kommersow, ich muss Sie leider wieder dort zitieren, beziehungsweise mal schauen, was wurde an anderer Stelle dort schon mal gesagt. Ich bin gespannt, was Sie heute dazu sagen. 2,5 Jahre, schauen wir mal ein bisschen zurück, wurde über diese Frage schon mal hier in diesem Hause debattiert. Es ist, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, Fraktionsvorsitzender Kommersow, gerade nicht die Aufgabe des Staates, weder der Regierung noch des Parlaments über die Gehaltsstrukturen zu entscheiden, zu diskutieren, gerne, aber nicht zu entscheiden. Das haben Sie damals gesagt. Und heute diskutieren wir hier einen Gesetzentwurf der SPD-Alleinregierung unter Federführung der Ministerpräsidentin. Und in diesem Entwurf steht genau das Gegenteil drin von dem, was der Fraktionsvorsitzende vor 2,5 Jahren gesagt hat. Dann stellen Sie es nachher klar. Woher kommt dieser unerklärliche Sinneswandel, Herr Kommersow? Ist das auch Ausdruck der Arroganz der Macht? Oder können Sie sich vielleicht nicht mehr durchsetzen, der SPD? Haben wir ja vor kurzem auch gesehen. Vielleicht ist das auch ein Signal. Wir sprechen über die zeitlichen Abläufe der Gesetzgebung. Und ich glaube, das ist, spreche ich für die. Ich könnte es jetzt auch persönlich nehmen und mal darüber sprechen, was die Lehrer vor einigen Jahren gesagt haben, wie tief das Durchatmen dort noch heute nachhallt. Aber auf dieses Niveau möchte ich mich erst gar nicht begeben. Wir schauen zu den zeitlichen Abläufen der Gesetzgebung. Und da spreche ich vor allem die neuen Parlamentarier an, wo ich an der einen oder anderen Stelle mal mehr Selbstbewusstsein vielleicht mir erhoffe, wo ich weiß, da steckt viel Selbstbewusstsein mit drin. Und es wäre jetzt vielleicht mal wichtig, bei so einem wichtigen Gesetzvorhaben auch das mal jetzt an den Tag zu legen. Heute die erste Lesung des Saarländischen Mediengesetzes. In der kommenden Woche wird es nun eine Sondersitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Medien geben. War für uns selbstverständlich, dass wir diesen Weg mitgehen, selbstverständlich. Kurz vor der Sommerpause möchten wir das Verfahren besprechen. Aber was unerklärlich ist, möchte ich an der Stelle sagen, da spreche ich bewusst auch die parlamentarische Geschäftsführerin an. Vielleicht sagt sie heute mal etwas dazu. Vielleicht sagt sie heute auch mal etwas dazu. Im Ausschuss wurde sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, wir wollen direkt nach der Sommerpause eine Anhörung haben. Direkt, es darf keine Zeit verloren werden. Und es wurde auch gesagt, direkt im September soll dann die zweite Lesung durchgeführt werden. Ich erkläre, ich kann mir aber an der Stelle, muss ich ehrlich sagen, mal schauen wir uns mal die Zeitabläufe an, wie es auch in der Vergangenheit war und was jetzt kommt. Vor uns liegt eine Sommerpause und wir wissen, da spreche ich nicht nur für die Parlamentarier, sondern ich spreche auch für die Verbände, die auch in den wohlverdienten Sommerferien sind, die sich zusammensetzen wollen, die Zeit brauchen, hier sich darauf vorzubereiten. Wir brauchen Zeit. Und das Thema Zeit, glaube ich, sollte uns eine Lehre sein, das haben wir heute zu Beginn des Tages ja schon mal gehört, Stichwort Gebäudeenergiegesetz. Es sollte uns eine Lehre sein, was von den Anzuhörenden und was letztendlich dann auch vom Bundesverfassungsgericht uns mit auf den Weg gegeben wurde, dass es Zeit braucht für solch intensive und komplexe Gesetzesvorhaben. Und dann schauen wir an der Stelle, ich sehe hier nur Kopfschütteln, mal, wie war denn das vor einigen Jahren? 21 Jahre ist es her. Hat der Landtag schon einmal eine grundlegende Änderung des Medienrechts beschlossen. Damals unter Alleinregierung der CDU. Und erste Lesung 26. September 2001. Zweite Lesung 27. Februar 2002. 5 Monate Zeit. Blick ins Plenarprotokoll. Ich zitiere den damaligen Berichterstatter Rainer Braun von der SPD. Eine intensive Befassung in 5 Ausschusssitzungen, 2 ganztägige Anhörungen mit über 30 Organisationen. Und jetzt kommt's, es gehörte zu den besonders guten Stunden des Parlaments, weil genügend Zeit war, weil genug diskutiert werden konnte, um einen Konsens herzustellen. 16 von 21 Änderungsanträgen wurden im Ausschuss einstimmig verabschiedet. Das sollten wir uns zum Vorbild nehmen. Das, was jetzt hier vorliegt, da fehlt mir die Fantasie, wie wir da so einen Konsens hinbekommen sollen. Wenn wir schauen, aber was mir wichtig ist, wir brauchen Zeit. Zu sagen, jetzt schnell nach der Sommerpause, wir treffen uns, 4. September geht die Schule wieder los, am 6. September treffen wir uns zur Anhörung, vielleicht dann noch der 7. September. Witzigerweise, die Verwaltung war eigentlich auch geschockt,
wurde ja auch ganz klar im Ausschuss so geäußert, eine große Anhörung auch in dieser Woche, und da wird dann gesagt, nein, die SPD will das aber, müssen wir nächste Woche drüber sprechen, werden wir auch tun, aber ich sensibilisiere, gerade mit Blick auf das Gebäudeenergiegesetz, dass wir diesen katastrophalen Fehler hier nicht machen. Das darf so nicht kommen. Ich fasse zusammen, es muss deutliche Änderungen an diesem Gesetzentwurf geben. Wir brauchen ein ordentliches und gut vorbereitetes parlamentarisches Verfahren. Zeitdruck raus, zusammensetzen und an einem Konsens arbeiten. Dem heutigen Gesetzentwurf können wir so nicht zustimmen.